Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir sind in diesem kleinen Minispielhäuschen und sprechen jetzt einfach mal mit ihm. Hallo, willkommen in Chimaros Laden. Ich leite dieses außergewöhnliche Geschäft. Soll ich dir erklären, was ich anbiete? Ja, bitte. Nun gut, um es kurz zu sagen, bei mir kannst du deinen Mut beweisen. Ich ermögliche dir, einen Traum gegen Monster zu treten. Aber das ist noch nicht alles. Eigentlich ist das fast zu großzügig. Wenn du im Traum siegreich bist, gewinnst du einen Preis. Nun ja, das könnte geschehen. Vielleicht, möglicherweise, im Traum. Doch sei gewarnt, du kämpfst zwar nur im Traum, aber streng dich trotzdem an. Verletzungen im Traum sind echt. Wirst du besiegt, dann... Wer weiß, was da passiert. Magst du einen Kampf für 10 Rubine? Natürlich! 1, 2, 3, nu. Kann es sein, dass ich mich verzählt habe? Du hast offenbar nicht genügend Rubinen. Oh. Ups. Verdammt! Ja, wie komme ich denn jetzt schnell an Rubine? Okay, dann machen wir das später. Ups. Gehen wir erstmal in die Bibliothek. In die Bücherei. Wir kommen in der Bücherei, wenn das nicht Doki ist. Albrechts Enkelkind, Albrechts Enkelkind. Sieh dich in Ruhe um. Alles klar. Hallo. Ich bin für die Bücherausgabe zuständig. Meine Nachbarin hat Probleme. Davon hast du nichts erwähnt. Oh. Okay. Hallo. Welches Buch leih ich mir heute aus? Weiß ich nicht. Oh. Hallo. Oh, Fragment. Haben wir noch eins. Nice. Sie passen perfekt zusammen. Vater Orko. Okay. Oh, hier kommt auch ein goldenes Monster hin. Da könnten wir hingehen, um ein bisschen Geld zu bekommen, ne? Ja, ich glaube, das können wir machen. Die passen perfekt zusammen. Hallo. Die Bücher bewegen sich ja von alleine. Aber das glaubt mir keiner. Okay. Würde ich sagen. So, jetzt können wir hier erstmal als Minis rumlaufen. Und hier zu den Büchern gehen. Hallo. Hey, na sowas. Die Bücher wurden verliehen. Nun kommen wir nicht mehr zum ältesten Dextra. Oh. Ob der Älteste ganz alleine klarkommt? Oh ja, ich sorge mich so. Die Bibliothekarin müsste eigentlich wissen, wer die Bücher hat. Die Minis sind da voll hilflos. Oh, das ist schlecht. Ich wollte eigentlich zu Dextra, aber okay. Die Bücher stehen hier aber auch doof, ey. Oh, Fragment. Das ist sehr geil. Das haben wir sogar noch. Oh. Doch, das haben wir nicht mehr. Nice. Bücherei-Minish. Okay, da oben links kommt eine Truhe hin. Genau. Wir haben ganz schön viele Sachen im Wald zu erledigen eigentlich, ne? Ah. Okay. Die Bücher, auf denen man hochklettern könnte, sind alle verliehen. So kannst du Lextars Abenteuergeschichten nicht hören. Schade. Oh. Okay, und dieses Sprechen mit dem Minish, beziehungsweise das Hiersein, triggert ein paar Dinge. Und zwar können wir jetzt die verschiedenen Bücher suchen, die ausgeliehen wurden. Und ja. Oh, wir könnten auch. Moment. Pegasus-Stiefel. Ja. Eigentlich sind hier manchmal Rubine drin. Ja, 5. Nice. Ja, 20. Wir können das... Ups. Wir können das Spiel machen. Mit den Leuten. Das Minispiel. Wir kommen in den Stadtbereich Bücherei. Okay, das hatten wir schon. Wie? Die Bücher aus dem Regal im ersten Stock? Das, wo 3 Bücher fehlen? Das ist ja das Problem. Sie sind schon lange ausgeliehen. Und werden einfach nicht zurückgegeben. Das Bilderlexikon der Tierwelt zum Beispiel, das hat... Genau. Das hat eine Katzenbesitzerin ausgeliehen. Das... Was? Das darf sie auch, aber sie muss es wieder zurückbringen. Okay, dann bringen wir... Oder sammeln wir erstmal das Buch. Nachdem wir das Minispiel gemacht haben, Leute. Wir haben genug Rubine. Hallo nochmal. Ja, also. Wie ist es schon gesagt? So. Ja. Du willst es also wissen, dann werde ich nun beginnen. Sieh mir in die Augen, du bist müde. 1, 2, 3. Der Traum wird wahr. Wow. Ah. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das sind mehr Gegner als erwartet.
Oh, okay. So, wie war das mit denen? Die musste ich, glaube ich, so. Ja. Oh. Gott, oh Gott. Okay, den hätten wir auch. Okay. Moment, ich saug den erstmal so ein. Und den können wir jetzt noch da hinten schießen. Scheiße. Aua. Oh Gott. Das ist schwerer als erwartet. Oh Gott. So, okay. Dich besiegen. Dich besiegen und dann ist da unten der letzte. Okay. Mit einem Special Move besiegt. Und hier drin dürfte jetzt eigentlich ein Herzteil sein. Yes. Herzteil bekommen. Ja, das war der ganze Sinn hinter dieser Sache. Oh, mein Husten, ey. Er geht einfach nicht weg, Leute. Er geht einfach nicht weg. Ja, und hattest einen schönen Traum, dann beehre mich bald wieder. Ja, nee, machen wir nicht mehr. Denn wir sind hier jetzt fertig. Oh, oh! Ja. Fragment. Ah. Ich glaube, er fängt jetzt an, schneller zu arbeiten, oder? Ich möchte den Menschen noch mehr nützlicher sein. Ja, ich werde Magnus bitten, ein Buch zu schreiben, damit wir stärker werden und die Ungeheuer besiegen können. Ich werde noch mehr arbeiten müssen. Walfried wird mir helfen müssen. Okay. Da gucken wir später mal vorbei. Oh, wir müssen erstmal, Moment, wir müssen erstmal unsere Fee loswerden. So. Aber wir haben auch noch die... Ah, da oben können wir auch noch rauf, stimmt. Wir haben ja auch noch die Flasche von dem... Von dem Typen hier. Von dem Ladenbesitzer. Das können wir auch noch machen. Was will ich denn machen? Ich nehme, komm, hier. Hallo? Was ist das Buch? Das Buch aus der Bücherei? Bilderlexikon der Teewelt? Ja, das habe ich ausgeliehen. Bist du extra deswegen hier? Das ist aber nett. Kannst du es für mich aus meinem Haus holen? Ich kann jetzt hier nicht weg. Okay, ich lasse euch alleine. Hallo, Fragment? Nein, okay. Schade. Wir mussten hier das Feuer löschen, damit wir hier rüberkommen können. Denn... Oh, die Katze dort starten sie an. Sie hat sicher nichts so Gutes im Sinn. Nee, aber sie will auch... Hey, Nanu. Oh, sieh doch, Doki. Das Buch liegt auf dem Bücherregal. Aber wie kommen wir da noch an? Von hier aus ist es unerreichbar. Und eine Leiter gibt es ja auch nicht. Es liegt auch so weit hin, dass es uns... Was? Dass es nichts nützt, am Regal zu rütteln. Was sollen wir tun? Wir sind doch schon als Minish hier. Oh, das war ein Schreck. Wenn man klein ist, sind die Gefahren groß. Ja, das stimmt. Wir können jetzt hier nämlich das Buch als Minish runterschieben. Und dann als... ja, nicht Minish. Wieder aufheben später. Allerdings möchte ich einmal... hier lang gehen. Und jetzt einmal hier hinten rüber. Oh. Hallo, Fragment? Nein. Katzen sind gefährlich. Die fauchen nach uns. Aber sie wollen manchmal ein Fragment fallen. Oh, sie auch nicht. Schade. Ah, Minish. Keine Angst, Würmchen. Kack. Ich picke nicht auf dir rum. Ich erzähle dir was. Irgendwo in Hyrule gibt es eine Fee, eine große Fee, die dir bei deinen Abenteuern hilft. Sie hilft aber nur den Aufrichtigen, also beantworte ihre Fragen ehrlich. So. Ja gut, das kennen wir schon. So, dann... gehen wir hier rein. Gehen wir nochmal kurz hier rein. Vielleicht wäre einer von den mündischen Fragmenten fallen? Nein. Doch. Nein. Oh. Okay, dann nicht. Dass sich die Leute nicht wundern, dass hier auf einmal so ein Typ einfach aus so einem Krug erscheint. Das ist schon... komisch. Aber okay, ich akzeptiere das. Ich nehme das so hin. Bilderlexikon der Tierwelt, yeah! So, das müssen wir gleich wieder zurückbringen. Ey. Aber vorher... will ich einmal... einer der drei hübschen Damen hier hinten... Bescheid sagen, dass es ein Zimmer gibt. Und zwar... erstmal Nairu. Oh, du willst mein Haus zeigen? Jo. Vielen Dank, ich gehe gleich mal hin. Okay. Denn jetzt... wohnt Nairu... hier in diesem Haus. Hallo.
Oh, guten Tag, Doki. Ich fühle mich sehr wohl in dem Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du von mir einen Talisman. Ich habe eine leere Flasche. Ja? Bitte schön, hier ist eine Flasche. Komm jederzeit wieder vorbei. Deine Abwehr wird... Okay. Dann macht Dean wahrscheinlich den Angriff. Und... Was macht dann... Was macht dann Farore? Weiß es gar nicht so. Oh. Ah. Muss ich mal nachgucken, was Farore macht. Wir können nämlich leider nur zwei Häuser vermieten. Das ist das Problem. Hallo. Ist Bilder längst gekommen in der Tierwelt. War schon ewig ausgeliehen. Ah, ja, Doki, du hast es mit mir zurückgebracht. Danke, das ist eine große Hilfe. Ach, du bist wirklich sehr nett. Ja, danke, ich weiß. Wer hat jetzt das nächste Buch? Als nächstes wäre da das Buch... Genau, die Legende der Minish ist auch schon lange überfällig. Das hat ein Forscher, der etwas zerstreut wirkt und er wohnt in der Nähe der Mühle am Bach. Ah, okay. Ja, dann weiß ich, glaube ich, wo. Einmal hier entlang. Oh, hallo. Nächster Haus baue ich hier. Okay. So, dann müssen wir nämlich zuerst mal... Nee, hä? Nee, keiner Fragment, okay. Moment. Aua. Nee, musste ich nicht jetzt einfach hier... Was ist das? Das Buch von der Bücherei? Ja, pardon, ja, na gut, komm rein. Okay. Ah. Okay. Da kommen wir noch nicht weiter, aber wir brauchen nochmal Wasser. Merke ich gerade. Oh, oh. Wir sind jetzt blau. Oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass das auch unsere Tunikfarbe, sag ich mal, verändert. Das ist interessant. Aber, ach genau, stimmt. Oh, schön. Schön, 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 Leute. Wir bekommen gleich ein schönes Item. Etwas sehr, sehr Schönes. Etwas sehr, sehr Schönes. So, wir müssen nämlich erstmal hier rein. Wir können da oben leider noch nicht hin. Aber erstmal zu dem Minish. Ja, hallo. Erkennst du den geheimen Spruch, der uns zum Schatz führen soll? Über den reißenden Strom führt eine schmale Brücke. Dann vorbei an den großen Wesen neben... Achso, das hatten wir alle schon, ne? Ist der Geheimgang zu dem Ort, in dem der Schatz verborgen ist. Soll ein Werkzeug sein, mit dem Minish... Ach ja, das hatten wir schon mal gefragt, genau. Beziehungsweise mit dem hatten wir schon mal geredet. Wir können jetzt erstmal hier hinein. Hallo? Hallo? Oh. Nein, das haben wir nicht mehr. Mann. Dieses Haus gefällt mir sehr. Das ist der beste Ort in der ganzen Menschenstadt. Hier werde ich für immer niederlassen. Okay. Wenn hier ein Haus gebaut wird, ist der Minish auch, oder bleibt der Minish auch in diesem Haus. Oh. Hallo. Willst du unbedingt hier durch? Dann wünsche ich dir viel Glück. Pass auf dich auf. Okay, danke. Der bleibt auch in diesem Haus. Und... Ja. Wohnt dann halt in dem Haus und mit seiner eigenen Welt so. Hallo. Oh, ich schaff's nicht. Ich komme nicht vorwärts. Oh. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Katzen. Oh. Seht ihr, sie fauchen. Aua. Die machen Damage. Hallo. Aber wer hätte gedacht, dass hinter dem Stadtbrunnen ein solcher Ort existiert? Dann wollen wir mal beide uns doch gleich mal diesen Schatz der Minish holen. Ja, das machen wir. Erstmal alles besiegen hier. So. So, nee, von da kommen wir später zurück, genau. Moment, wir müssen erstmal. Ach, oh, Mann, hier lang. Okay. So, was haben. Nein, die Fee hätte ich mitnehmen können. P? Nein, schade. Okay. Dann jetzt. Hier in das Loch. Und hier hoch. Okay, hier kommt ein kleiner Kampf, wie es aussieht. Oh ja, ja. Hm, okay. Aua. Okay. Ja. Wow. Okay. Und dort ist schon der Schatz der Minish, Leute. Und es ist... Kraftarmband erhalten. Kleiner Mann, große Kraft. Oh yeah. Jetzt können wir ganz, ganz schwere Dinge schieben. So, da drüben müssen wir aber auch nochmal irgendwann hin. Aber da können wir leider noch nicht hin. Boah, das ist ein Herzteil. Ich will das Herzteil. Moment. Könnte man sowas mit einem Bumerang aufheben? Ich weiß es gar nicht. Ah, egal. Aua. Ja, wir können noch nicht schwimmen, Leute. Au. Auf, auf. Und guckt euch diese Kiste an. Oh, kein Problem für uns. Diese Muskelprotz. Oh yeah. Ich war ein bisschen pumpen.
Oh Mann, ey. Ja. Wir können jetzt auf jeden Fall schwere Dinge schieben. Das heißt, wir können auch diese Regale schieben, die hier sind. Und jetzt können wir hier hinten hoch. Und hier sind ein paar Bücher. Ah. Hallo? Hier ist es staubig, aber wir müssen mal wieder sauber machen. Ja, das müsstet ihr mal. Und das ist ein Hinweis, Leute. Dass dort so ein Feld ist. Hallo? Ich so, ich verstehe. Die Bücher der Menschen sind interessant. Blöm, der unten wurde, ist ein sehr wählerischer. Er ist sehr wählerisch, was Bücher angeht. Ja, so sieht er mir auch fast aus. Okay. Und hier ist das Buch, was wir brauchen, Leute. Aber wir sind nicht schwer genug. Hm. Oh, so. Puh, ich will das Buch nach unten schubsen, aber alleine sind oder zu zweit. Mein Bruder ist so in sein Buch vertieft, der hilft mir auch nicht. Und noch einmal. Es hilft nicht, Mann. Aber dafür gibt es ja die Klontechnik. Und damit sind wir zu dritt. Wir müssen uns beeilen und aufpassen. So. Hoch. Was ich glaube ich noch nicht gesagt habe, wenn unser Klon in eine... Okay. In eine Wand kommt, dann sinkt die Leiste. Also der Klon wird irgendwann... Ja, verschwinden, wenn da zu viel in der Wand ist. Weil... Geht nicht. Er kann nicht in der Wand stecken. So, somit haben wir das zweite Buch. Zumindest jetzt. Legende der Minish. Hallo. Oh, na, sowas. Oh, könntest du mir dieses Buch für mich zurückbringen? Natürlich. Mach ich gerne. Und dann fehlt nur noch ein Buch. Und das wäre dann das dritte im Bunde. Oh, hier abgeben. Oh, das Buch, das kenne ich doch. Die Legende der Minish, lang überfällig. Hast du mir dieses Buch etwa zurückgebracht, Doki? Jubel! Okay. Vielleicht wäre das noch alles über Masken. Der Bürgermeister Hage hat es ausgeliehen. Es geht doch nicht, dass der wichtigste Mann dieser Stadt das Buch nicht zurückgibt. Das stimmt. Dem statten wir einmal einen Besuch ab. Hier wohnt er doch, ne? Hallo. Ja, ich bin Bürgermeister, Hager, Bürgermeister dieser Stadt. Wie bitte? Alles über Masken? Das soll ich ausgeliehen haben? Kann sein, dass ich es ausgeliehen habe, aber vielleicht doch nicht. Wow, das ist ein krasser Bürgermeister. Aber ihr seht ja, da oben ist ein Weg. Wir müssen die Masken hier runterkicken. Damit wir da dran vorbeikommen. Und... Hier noch einmal verkleinern. Okay, der Part ist bald zu Ende. Ich glaube, das dritte Buch kriegen wir nicht mehr in dem Part. Schade, schade, Schokolade. Aber was ist hier noch oben drin? Hallo. Der Bürgermeister ging neulich mit dem Buch unter dem Arm zum Haus am See. Der Weg zum Haus am See ist jetzt wegen des Erdbebens versperrt. Als er zurückkam, hat er das Buch nicht mehr dabei. Wahrscheinlich hat er es im Haus im See liegen lassen. Der Bürgermeister ist oft unachtsam. Du willst zum Haus am See gehen? Ich zeichne es für dich auf deine Karte ein. Hier ist es. Bitteschön. Oh, danke. Das ist nett. Das ist ja nett. Das finde ich okay. Und du? Das kleine Haus am See ist relativ weit weg. Oh. Okay. Das heißt, das ist nur optional, dass wir da oben lang gehen. Weil wenn man das weiß, dann ist das Buch auch da. Also wenn man weiß, dass das Buch da ist, dann kann man einfach hingehen und sagen, jo, hier, ich hole mir das Buch. So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier unten nochmal was vergessen hatte. Nee, ne? Nee, das können wir eh noch nicht machen. Okay, da müssen wir uns, ich glaube, dreimal klonen können, ne? Ja, okay. Zumindest mindestens. Sehr gut, so wie es hin. So, aber ich würde gerne einmal kurz hier unten reingehen. Was war denn hier nochmal? Ach genau, in solchen Höhlen übrigens, Leute. Also man kann die wirklich nur mit den Maulwurfhänden betreten. Maulwurfhandschuhen. Und in solchen Höhlen gibt es des Öfteren eine sogenannte wundersame Wand. Ich weiß nicht, ob hier auch schon eine ist. Müssen wir mal nachgucken. Die kann halt nur an der oberen Wand sein, weil sonst würde man sie nicht sehen.
Ah, Mann, ich wollte gerade das Schwert benutzen. Deswegen einmal an der oberen Wand immer langbuddeln. Hier vielleicht. Nein, okay, da ist keins. Okay, dann ist hier keine wundersame Wand, aber noch ein Glücksfragment. Okay, das ist schön. Und hier unten kamen wir hier hin, okay. Und eine Rubine. Und, ach genau, und den Stein. Das wird später auch noch wichtig. Wie ist das jetzt eigentlich schon? Nee, kann ich nicht, schade. Ah, okay. Ja. Dann würde ich sagen, graben wir uns nochmal schnell raus hier. Also solche Eingänge gibt es halt ganz, ganz viele auf der ganzen Map verstreut, sag ich mal. Okay, das ist noch besiegt. Und die müssen wir halt finden. Beziehungsweise hier sind halt oft solche wundersamen Wände. Und halt ein paar Geheimnisse. Herzteile gibt es, glaube ich, auch ein paar in solchen Wänden. Und ein Herzteil könnte ich mir noch holen. Das würde ich jetzt auch noch ganz gern machen, schnell. Tut mir leid, ich weiß, der Part zieht sich. Ich weiß. Aber ein Herzteil holen wir uns noch schnell. Das können wir auch im nächsten Part machen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!